Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und erstmal wieder ein dickes, fettes Sorry für den Ausfall der letzten Folgen. Das Ganze hat natürlich wieder mal einen Grund gehabt. Die Steffi war halt besonders tot, weil sie mein furchtbares, schreckliches Gameplay in den letzten Tagen einfach nicht ausgehalten hat und immer wieder sterben musste und ich konnte sie nicht wiederbeleben. Nein, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich hatte meinen Sohn jetzt in den Weihnachtsferien zu Besuch. Der kommt heute auch wieder in 2 Stunden. Aber erst, deswegen kann ich heute auch schöne Folge aufnehmen und freue mich auf jeden Fall auf eine feine Runde Scum und diesmal ein wenig entspannter und erstmal ein bisschen was ausrüsten, bevor wir in irgendeiner Höllensituation geraten, wie ich das in den letzten Folgen immer geschafft habe. Ich habe noch einen Kommentar gelesen, wo drin stand, dass ich sehr unmotiviert wirke und keinen Spaß mehr scheinbar an dem Spiel habe. Das muss ich leider revidieren. Hast du vielleicht so wahrgenommen? Vielleicht lag das daran, dass ich von der Arbeit kam und müde war und vielleicht auch so wirkte. Auch ein bisschen wütend war, dass ich immer wieder dieselben Fehler gemacht habe in Scum. Aber ich habe sehr, sehr viel Spaß an Scum. Ist eigentlich, muss ich sagen, mein Lieblingsspiel. Ja, tatsächlich, weil dieses Survival-Spiel in Scum einfach so das Beste ist, was ich je als Survival-Spiel spielen konnte. Auch wenn es natürlich noch Bugs hat. Und toll ist auch, dass immer wieder neue Sachen dazukommen. Ne, schaut, wir haben den 7. heute, ne? Ja, ich bin gerade auch von der Arbeit nach Hause gekommen wieder. Den 7. Januar und wir haben immer noch Silvester und Weihnachten. Ne? In welchen Spielen gibt es das denn? Nein, ich habe wirklich noch sehr viel Freude an Scum und freue mich heute auf einen entspannten Lootgang und rüsten uns erstmal richtig schön aus, gehen mal nach Hause, gucken mal, was wir machen können und gehen dann geschlossen mit ein paar Leuten, vielleicht treffe ich ja mal ein paar in einem Bunker oder in einer anderen gefährlichen Situation, wo wir uns dann ordentlich ausrüsten können, damit das Ganze auch mal wirklich funktioniert. Denn wirklich, die letzten Folgen waren fast eine reine Katastrophe. Ich muss mal kurz was gucken. Habt ihr auch Froschschutz mitgebracht? Ah, meine Ex-Frau und Freundin. Ex-Frau, Freundin. Komisch, ne? Gut, ja, dann will ich euch gar nicht so lange quälen. Ich gehe auf den Server, habe ein großes Problem, mein rechter Monitor, der da ist, ich glaube, jetzt zeige ich in der falschen Richtung, laut Facecam, das wäre da, ist kaputt, er geht heute einfach nicht mehr an, er hat den Geist aufgegeben, ein BenQ, schon ganz vergilbt, er hat das Zeitliche gesegnet, es tut mir leid, Monitor, ich streichel den gerade, er hat beste Dienste geleistet, muss ich sagen, schade. Jetzt habe ich nur noch so einen ganz, ganz kleinen Mini-Monitor, den man eigentlich für die Raspberry Pis nimmt. Der klemmt so an meine Tastatur. Da ist extra für ein Handy so ein Ding drin. Und das ist jetzt so mein Überwachungsmonitor. Muss mal gucken. Muss ein bisschen sparen für einen neuen. Aber so teuer sind Monitore ja, glaube ich, nicht. So, wir sind neu gespawnt und sind natürlich leer von allem. Und befinden uns, alter Schwede, bei Z0. Ey, ist da nicht eine Stadt direkt? Das ist ja super geil. Da können wir direkt mal hinmarschieren, wa? Richtung Osten ist das, ne? Ja. Dann marschieren wir mal Richtung Osten. Halt! Bevor ich wieder Schimpfe kriege, Steine suchen, erstmal ein Messer machen. Oh ja, uns ist kalt. Natürlich finde ich einen Ich habe schon irgendwas gemacht mit ihr, ne? Wow. Also, das ist ja mehr als kaputt, was ich anhabe. Warum habe ich denn einen niegelnagelneuen Schlüpfer und niegelnagelneue Socken inne? Was habe ich denn für perverse Spiele gespielt hier wieder? Keine Ahnung. Machen wir uns mal einen Messerkurs. Dann gucken wir uns das mal an. Ich muss mir einmal angucken, wie die Schlüpfer aussehen. Ach! Wie sind wir noch mal in der letzten Folge gestorben? Sprengen Zombie oder wir sind explodiert oder was ist das? Also einmal gucken, wie schrecklich sieht das denn aus? Jetzt ohne Brüste. Der Schlüpfer sieht ganz normal aus, ne? Für den Zustand. Ich glaube, ist auch einer der wenigen Gegenstände, die gar nicht kaputt gehen können, ne? So, dann legen wir das mal weg hier. Bitteschön, Schlüpper hier hin, Messer in der Tasche, Messer auf der 3. Dann können wir uns mal einen Speer machen. Oder sollen wir uns direkt einen Bogen machen? Hallo, zerlegen. Zerlegen. In letzter Zeit ist Arbeit sehr, sehr viel. Muss ich leider so sagen. Also ich will jetzt nicht jammern oder irgendwas, ne? Also
habe mir den Job ja selber ausgesucht, Rettungsdienst. Momentan, also wir haben kaum Personal und es sind kaum frei. Und umso öfter du arbeiten gehst, desto kaputter gehst du einfach. Ist einfach so, ne? Also das wissen auch unsere Chefs und unsere Vorgesetzten. Aber es ist leider kein Frei mehr drin, dass man mal frei hat. Wir arbeiten, da dürfte ein Seil mit drin sein jetzt, ne? Genau. Wir arbeiten 24 Stunden. Also ich bin gestern Morgen auf dem Donnerstag um 8 Uhr angefangen. Sorry, stimmt gar nicht, ich habe verschlafen. Um 7.55 Uhr hat mich mein Kollege angerufen. Weil irgendwann wird man einfach kaputt sein. Ist einfach so. Das Seil nehme ich mal in der Hand. Schauen wir mal, ob wir einen langen Stock haben. Und ich dürfte eigentlich schon einen 20er Bogen bauen, ja. Und, ich war um 8:30 war ich noch auf der Arbeit. Da haben die leider einen Einsatz gekriegt. Dann habe ich schon mal die Halle sauber gemacht und sowas, ne? Als schlechtes Gewissen. Weil ich hasse, zu spät kommt. Das ist absolut nicht meine Art. Und, ihr wisst, was ich meine. Gut, auf jeden Fall kriegt man halt sehr wenig frei aktuell und umso öfter das passiert, dieser Rhythmus, arbeiten, frei, frei, was sich sehr geil anhört, ist es ziemlich schwierig geworden, fit zu bleiben, ne? Also wirklich fit zu bleiben, denn wenn ich jetzt arbeiten, frei habe, komme ich ja aus dem Dienst, da habe ich ja schon von 0 bis 8 Uhr gearbeitet oder geschlafen. Okay, das hört sich immer ganz schlimm an. Ich habe geschlafen auf der Arbeit. Aber das ist immer so eine Sache. Man schläft auf der Arbeit, auf so einer Rettungswache nicht gut. Also man ist nie richtig fit, wenn man nach Hause kommt. Und und wenn man dann gar keinen Frei mehr bekommt und dann wieder arbeiten, frei, frei arbeiten, frei, frei arbeiten, frei, frei arbeiten, frei, frei. Und das machst du über 2 Monate, dann gehst du irgendwann mal am Stock. Das ist einfach so. Was versteht denn mein Handy immer? Nein, nein, ich will dir nichts sagen. Das fängt das schon an wie die Alexa, mein Handy. Und will ständig irgendwie dieses komische Sprachprogramm da öffnen. So, ich glaube, das sind... Ach, wir haben doch gar keinen Quiver. Das hatten wir doch so schön Socken da liegen. Die darf ich, glaube ich, gar nicht mehr zerlegen, ne? Wisst ihr noch, wo die waren? Weit gegangen bin ich doch nicht. Wir brauchen doch für den einen Quiver nur... Wie gesagt, ich will das jetzt ganz entspannt machen. Erstmal die City besuchen und sich ein bisschen ausrüsten, anziehen, hübsch machen, Haare kämmen, Quiver finden, da ist er. Der braucht Leder, der braucht nur Stoff und Stöcker und Seil. Der braucht nur 3 Stück, ne? Socken habe ich doch angehabt, oder? Und den hässlichen Oberding da können wir auch wegschmeißen. 1, 2. Da finden wir bestimmt einen schicken BH für ihr. Nur ich darf bei YouTube nicht nackig rumlaufen. Das geht nicht. RIP Monitor. Ja, ich muss immer meinen Monitor. Der ist so schwarz neben mir. Geh an! Lebe! Er lebt einfach nicht mehr. Aber ich werde jetzt kein Donation-Ziel machen oder so. Keine Sorge. Zack, zack. Wir müssen Richtung Osten. Und ich brauche jetzt, weil wir ja 3 Dinger haben, nur noch Seil und einen langen Stock, ne? Weil wir haben wahrscheinlich schon gleich kein Messer mehr. Weil das gleich schon kaputt ist, ne? Komm, wir in einen großen Busch, nicht so einen kleinen Kackbusch. Und wie gesagt, ich habe immer noch riesen Freude an Scum. Es ist mein Nummer 1 Lieblingsspiel, ohne Witz. So, wir haben einen langen Stock. Den können wir uns auf den Rücken packen. War ja nur ein langer Stock, ne? Na, 5 lange oder 5 kurze, ist ja egal. Können wir gleich zerlegen. Wir müssen halt jetzt nur ein neues Messer bauen, scheiße. Und dann habe ich gleich keinen Platz mehr. Ja, wunderbärchen. Zap. Und dann machen wir jetzt einen professionellen. Gut, boah, mein Fuß ist eingeschlafen. Professionellen guten Start in Scum. Wir machen das jetzt richtig. Ich mache das jetzt richtig. Kein Zombie wird mich töten. Kein. Da kommt schon wieder ein Zombie. Aber der hat mich noch nicht wahrgenommen, oder? Ich brauche ja den doofen Quiver, sonst kann ich keine Pfeile nehmen. Ein kann ich nehmen. Seil.
Es ist natürlich auch gleich wieder ein Zombie da. War ja klar. Seil in der Hand. Wir brauchen mehrere. Obwohl, hier ist ja noch ein dicker Busch. Und ein langer Stock. Und ihr ist kalt. Der Arm ist kalt. Dieser leichte kleine Quiver, den ich jetzt versuchen muss. Schon wieder. Ich hab Alzheimer oder so. Da ist er. Wir dürfen ihn kreieren. Mann, was ist denn? YouTube. Auch ein Kommentar. Microsoft Flight Simulator. Was wurde denn kommentiert? Hallo, ist es möglich, den Schubregler so einzustellen, dass null Gas? Keine Ahnung. Quiver, ab auf den Rücken mit dir. Und jetzt brauchen wir natürlich Pfeile. Und der Pfeil und Bogen ist nicht zu unterschätzen. Die Zombies bleiben immer kurzzeitig. Boah, meine Tür ist auf. Deswegen habe ich so kalte Füße. Ich merke das gerade. Die bleiben immer einmal stehen, wenn man sie trifft. Und da hat man immer die Chance, noch einen Pfeil nachzusetzen. Weil so lange lädt man einen Pfeil ja nicht nach. Das finde ich ganz praktisch. So, jetzt haben wir natürlich irgendwo einen Zombie hier. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe ein bisschen leise gemacht. Seht ihr den? Ich sehe den nicht. Da am Baum. Hinterm Baum ist er. Ich glaube, der hat mich jetzt gerade wahrgenommen. Und das Ganze natürlich aus der Ego. Na komm doch, du Buggy. Was machst du da? Oh oh. Okay, der backt da jetzt so herrlich rum, ne? Habe ich nicht gerade was zerlegt? Ach, wisst ihr was? Wir machen das mit dem Messer. Wenn es nur einer ist. Ich wollte doch nur Pfeile herstellen, junge Frau. Einem Bein? Was machst du denn da? Zombie. So geht das nicht. Ja, bist du frei? Der hat einfach mit dem Baum nicht gerechnet, ne? So, jetzt gibt mir meine Pfeile wieder, die ich mir mühevoll erarbeitet habe. Boah, sind meine Füße kalt, ey. Aber ich halte das durch, für euch. 12.21 Uhr. Ich hoffe, die Folge kommt einigermaßen pünktlich. Habe ich noch das Messer? Na, doch, 4% hat das noch was. Kriegt aber auf jeden Fall noch einen Busch zerschnitten, oder? Ein paar Pfeilchen brauchen wir, mehr nicht. Und dann geht's runter hier ins Dorf. Dort werden wir uns gemütlich ausrüsten. Und von da aus wieder weitere neue, tolle Abenteuer erleben. Sind natürlich relativ weit weg von zu Hause. Vielleicht können wir uns ja ein Kraftfahrzeug dahin bestellen. Steffi ist ja nicht umsonst Admin. Geht das? Geht gar nicht mehr. Ich habe alles verstellt durch diesen Monitorfehler. Keine Ahnung, wo die hin sind. Gut, ich hoffe, das Blaulicht bleibt jetzt nicht für immer an oder so. Wo war ich denn jetzt? Was? So wenig Stöcker in diesem riesen Busch? Na, zu gruselig. Ich muss auch meinen ganzen Greenscreen heute neu einstellen. Keine Ahnung, was ich hier veranstaltet habe die letzten Tage. Mit dem Sohnemann. So. Arbeit gebaut, ein AT-ST. Den Nägelnagel 9. Und jetzt hat er noch hier liegen. Den baut er heute zusammen. Bad Batch Shuttle. Das habe ich nie geguckt. Da kenne ich mich nicht aus. Das Bad Batch Shuttle. Ah, und als maximales, vielleicht Hoffnungsziel, diese Ratatat-Waffe. Die hätte ich gerne. Ich hoffe, ich filme mal nicht. Ich habe nur so einen mini kleinen Monitor da unten als
Überwachungsmonitor für den Stream. Für das Video. Wie, das war schon? Ach, Messer wieder kaputt, ne? Ja. Aber war die exakte Anzahl an Pfeilen, die wir brauchen. So, dann Richtung Osten. Wie gesagt, heute kein Stress, nein, keine Mechs. Ich will heute keine Mechs sehen. Ich weiß gar nicht, was da unten genau ist. Ob das eine Stadt ist oder wenn da sogar Mechs gibt. Ich habe Schmerzen. Was habe ich denn gemacht mit ihr? Fuß. Ach, wir haben keine Schürchen an, oder? Wir haben kaputte Schürchen an. Das ist nicht gut. Okay, aber dann musst du jetzt durch. Da laufen wir die Straße lang. Tut vielleicht nicht ganz so weh. Alles Faktoren, die sie in Scum mittlerweile drin haben und die mir sehr gefallen, muss ich sagen. Hunger, 95, ihr seht's dich. Und 90 Durst, 99 HP. Und da kommt die Ortschaft. Ich habe noch gar nicht Hugo geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob einer da ist. Nach dem Vibe wird sich der Server auch wechseln, nur zur Information. Also wir werden den Server natürlich so lange nutzen, bis der Vibe kommt. Also könnt ihr noch machen, was ihr wollt. Und wenn irgendwann mal ein Vibe kommt, werden wir einen anderen Server nutzen. Moinsen. Ah, guck mal, Schneemann. Ich kenne jemanden von der Feuerwehr, der wirklich so heißt. Mit einem richtigen Namen. Voll witzig. Steffi. Hallo du. D-Max. Wir sind jetzt bei... Oh, hier gibt es Betten und Essen. Das ist gut. Ach, ich glaube, in der Stadt waren wir schon mal, aber das ist schon etwas her. So, jetzt finde ich wahrscheinlich erstmal sofort eine Schrotflinte und brauche die blöd... Naja, das nutzen wir mal schamlos aus. Ganz schamlos. Vielleicht noch ein bisschen zu skillen. Was? Fällt sofort um. So eine Sekunde noch leben können, oder? Ein Pfeilchen, ne? So eine Dose Essen. Rindeeintopf. Der sieht sogar noch ganz gut aus, wa? 71%. Was haben wir da? Eine Walnuss. Essen. Wow, die ist hier aber schnell. Und hier haben wir was zu trinken. Nicht. Alles bitte. Liebes Steffilein, alles trinken. Ansonsten sehe ich hier nichts. Oh, ich habe meine Feuerwehr an. Ihr müsst nicht sehen, wo ich arbeite. Geht damit. Nix, nix, nix. Ne, eine Weinflasche, die wollen wir nicht. Nicht um 12.26 Uhr. Tür. Klo. Okay. Dann machen wir hier wieder zu. Ich höre wieder einen Zombie. Ja, komm her, komm her, komm her. Hey, komm doch her, wir sind hier. Safe, mein Lieber. Was war das denn? Ey, der ist hier reingehüpft. Wie viel Pech kann man denn haben? Ich komme hier nicht weg. Hey. Das seit wann könnt ihr denn sowas? Oh, ich sag euch das, Steffi hat in der letzten Zeit wirklich, wirklich kein Glück. Ohne Witz. Der ist da reingebackt. Eiskalt. Wie stark bluten wir denn? Alles C1 Verletzung. Blutverlust ist aber gering. Wir brauchen Schuhe. Bauchtasche bringt mir alles hier nicht. Da liegen nur Schuhe oben drauf, aber das sind Gammelschuhe. Boah, wie viele Verletzungen der verursacht hat. Heftig. Wie ich schon wieder aussehe. Mein Gott. Ich hab's aber echt drauf, schlecht zu spielen in letzter Zeit, ne? Das müssen wir mal in Häuser gehen. Wir verlieren aktuell wirklich viel AP. Und Blut. Aber das ändert sich gleich. Wenn sich stabilisiert. Ich brauche da nichts verbinden. Jetzt bin ich aber mal leise. Wie viele Pfeile habe ich noch? 12, gut. Geil, ja, Zombies haben mittlerweile ganz schön in sich, finde ich. So, stabilisiert. Jetzt will sie Schorken haben, Schuhe. Ich lasse die Tür mal auf. Na ja, gut, passt ja zu ihr. Ist ja nicht gerade das seltenste Item.
können wir auch Schuhe bauen, ne? Fällt mir gerade ein. Wäre aber albern, weil man wirklich so oft Schuhe findet. Lumpenschuhe. Lumpenschuhe. Das hört sich irgendwie witzig an. Na, ich bin leicht zu amüsieren. Hier war mal einer drin. Das Haus hat mal einen gehört. So ein bisschen Oberfing-Mean. Oh, die despawnen ja auch, glaube ich, mal irgendwann. Natürlich ist das Highlight, wenn ich jetzt hier durch eine Mine sterbe. Ein Lump. So, jetzt finden wir keine Schuhe. Ich könnte mich totlachen. So, diese Ratatat-Waffe, die würde ich sehr gerne finden. Ich hoffe, die Facecam passt. Ich kann es nicht erkennen auf diesem kleinen Pipi-Monitor. Kann aber dauern, bis ich mir einen neuen zusammengespart habe. Da liegt Kleidung. Sehr schön. Slots sind immer gut. Meine Füße tun so viel. Heide Witzka. Ich lasse jetzt nicht rennen, weil da tut ihr nur weh. Boah, ich bin froh, dass ich die Tür zumachen kann. Das ist alles kalt hier drin. Oh, nicht so gut geschlafen. Wenn man müde ist, dann ist man halt nur noch kaputter. Und man friert so schnell. Klebeband. Ich glaube, das brauchen wir für die Ratatat. Das auch, ne? Wartet mal. Ich nenne die mal Ratatat. Die hat natürlich... Wo bist du denn, du Waffe? Die kennt man auch so scheiße schwer, wenn man sie nie baut, ne? Einfaches Schloss, nein. Improvisierte Stiefel gibt es auch. Wusste ich gar nicht. Waffen, Affen. Angelrolle. Da ist er. Gummiband, Ratatat. Also wir brauchen auf jeden Fall Klebeband. Wir brauchen 20 fucking Nägel. 15 Bretter. Das ist eigentlich nicht viel. Bis auf die Bohrmaschine, die ich natürlich schon wieder verloren habe. Das nehme ich schon mal mit. Auch wenn es jetzt meine Tasche füllt mit Unsinn. Ich weiß nicht, ob es in der Polizei gibt. Das brauchen wir auch, das finden wir ganz schnell. Da brauchen wir die Tasche noch nicht voll mit stopfen. Okay. Ganz entspannt bleiben. Keinen dummen Fehler machen. Und finde fucking Schuhe. Mal, haben wir nicht einen Zombie getötet? Der hat doch auch Haut. Wie teuer sind diese improvisierten Stiefel? Improvisierte Stiefel. Drei das, ein Leder, zwei davon und irgendein Messer und ein scheiß Nähzeug. Scheiße. Das habe ich nicht. Oh. Wir gewinnen auch nicht wirklich an HP. Okay, wir machen das, wie gesagt, ganz entspannt heute. Erste Folge nach etwas längerer Wartezeit. Ach, hier will ich auch nichts drin finden. Das ist doch eine blöde Bar nur. Obwohl, man weiß doch nie, ne? Irgendein Boot. Ich habe noch nie die improvisierten Stiefel gebaut. Aber ich habe auch kein D-Zeug. Was liegt denn da hinten? Eine blöde Maske. Eine blöde Maske, die keine Socke auf der Welt, auf der Erde braucht. Danke, Spiel. Für nix. Was so naschen vielleicht? Ja, das African. Was auch immer das ist. Scheint normal zu schmecken. Ich muss gucken, nicht zu überfressen. Guck mal, die Fußverletzung wird immer schlimmer. Wir brauchen dringend Schuhe. Mein Gott, was ist denn da draußen los? Die Feuerwehr zu tun. Mein Blaulichtknopf geht nicht, muss ich reparieren. Davon brauchen wir einen und davon brauchen wir einen. Okay, das ist schon mal gut. Wir brauchen einen Knochen.
Wartet mal. Stoffwechsel. Kannst du bestimmt ein bisschen behandeln, oder? Gar nicht. Sie braucht einfach fucking Schuhe. Ich kann doch nicht daran sterben, dass ich barfuß laufe. Was ist das denn für eine Welt? Au. Also ich laufe nicht mal barfuß. Ich habe nur alte, dreckige, kammelige Kackschuhe an. Ihr hört, wie sie leidet. Nur weil sie keine Schuhe anhat. Schuh drin sein. Ein Schloss brauche ich nicht. Ah, Schuhe! Und eine doofe Maske. Oh. Schaut's. Weg! Auf einen Schlag geheilt. Die Mauken. Rohr brauche ich nicht, Handschuhe brauche ich nicht, Mütze nicht, Dinger nicht. Brauche ich nämlich aber lieber. Die halten bestimmt länger als die hier. Okay, wir sind geheilt. Schuhmäßig sind wir geheilt. Wir dürfen wieder schneller laufen. Wo wollen wir denn hin hier? Ey, ist ja am Arsch der Welt sind wir ja hier. Und da ist bestimmt ein Leuchtturm drauf, oder? Naja, wie gesagt, erstmal gemütlich ausrüsten. Ey, Fury ist da. Mann. Kopfbedeckung fehlt in diesem Spiel auf jeden Fall nicht. Haben wir schon. Leere. Ey, das war Nägel. 17 Stück. Dann haben wir schon mal 19 Nägel. Das ist natürlich ein Luxus. Blut. Das ist nicht besser als das, was ich anhabe. So sehe ich wenigstens noch ein bisschen harmlos aus in Orange. Nicht zu überfüllen, das Mädel. Die Fußabschürfungen heilen. Gut, was noch mal ganz kurz geschaut. Ein Leder, drei davon. Zwei davon brauchen wir, okay. Die können weg. Ein Messer habe ich. Locker irgendwo. Nur das Nähzeug, das müssen wir uns noch bauen. Ein Nagel, Knochennadel und was war das andere nochmal? Alzheimer lässt grüßen. Was habe ich in deiner Hand? Weg damit. So. Alter, nur Käse, ne? Ist da oben oder hier drin? Ist da drin? Wir gehen jede Gefahr aus dem Weg. Hier bin ich, Zombie. Na, da ist er, den haben wir wach gemacht. Guten Morgen. Ein Schuss in den Podex. Schwer zu klettern, wenn man in der Ego ist. Verletzung. Alles gut. Alles gleich durchgeheilt. Ein Stift. Naja. Wir wissen ja, dass wir meistens nichts haben. Habe ich hier schon. Ne? Ein weißer Pulli. Ja, das war ja auch ganz schön im Arsch. Nein! Hör auf damit jetzt. Nein! So, so! Habe ich da was drin gehabt? Nein. Der weiße Pulli hat überhaupt keine Slots, was noch dümmer ist, ne? So. Okay, Brille haben wir schon. Ein paar Datteln, die sind auch. Ach komm, scheiß drauf, das haben wir schon gegessen. Bier ist nicht drin. So. Uh-uh.
Wir machen das Dörfchen unsicher hier erstmal. Meines Erachtens hat schon wieder viele Zombies hier. Auch wenn es jetzt ein paar waren, aber... Fühlt sich viel an. Also jetzt brauchen wir uns die improvisierten Schuhe nicht mehr machen. Jetzt können wir das ja weglegen. Das brauchen wir für die Ratatat. Ich weiß, das kann, damit kann man sich heilen, ja, aber das war eher dafür geplant. Das brauche ich mir ja keine mehr machen. Jetzt habe ich ja Schuhe an. Und die Ratatat, die ich wieder mal nicht finde. Da ist er. 20 Nägel. Das Schwierigste ist die Bohrmaschine. Sicherheit hier nicht in irgendeinem Backofen finden. Aber so in Werkstätten oder so, da würde ich schon vermuten, dass wir Glück haben. Eine sexy Buchse hätte ich aber auch noch gerne. Weil die Buchse ist alles andere als sexy. Ist halt eine Sträflingshose. Da war ich schon, da ist offen. War ich da schon? Ich war schon gegangen. Das ist eine Apotheke, hier ist eine Bar, noch eine Bar, hier ist alles voller Bars. Da ist die offene Garage. Da gehen wir mal hier lang. Da waren wir schon. Ich habe den Bogen verbummelt. Ich habe tatsächlich den doofen Bogen verbummelt. Ich bin echt ein witziger Typ. So! Das hier brauchen wir. Das brauchen wir aber für die Schuhe, ne? Ja, also den Schuhen brauchen wir es doch nicht mehr. Obwohl wir tatsächlich doch ein bisschen was nähen können. Oh. Hunter Moon. Ein Slot hat der Rock. Aber wir sehen wieder verdammt gut aus. Ist auch ihre Lieblingsfarbe. Ist denn noch ein Schrank? Ne. Boah, Alter, diese scheiß Mützen, ne? So, der Loot hier ist ja echt ein bisschen happig, ne? Wir haben ja in den... Ja, da müssen wir erstmal wirklich weit, weit, weit laufen. Ich habe Schmerzen. Was hast du denn jetzt schon mit der Schmerzen? Ich schone sie ja sogar. Was? Schon wieder? Gib mir wenigstens auch eine Hunter. Jetzt haben wir, glaube ich, die Nägel voll. Kann man die auch da reinmachen? Schade. Bohrmaschine, 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 Bohrmaschine. Den geilen Spot für Bohrmaschinen? Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte ich mir wieder einen Bogen bauen, ne? Das ist aber so dämlich, den immer liegen zu lassen irgendwo. Hat ja keinen Platz frei. Doch, die hätte doch den auf den Rücken legen können. Warum habe ich den denn wieder verbummelt? Wie habe ich das denn wieder geschafft? Tell me why. Oh. Kann man das Ding eigentlich zerlegen? Ne. Na gut, ich habe auch kein Messer, ne? Ja. Motorradjacke. Piratenhelm. Hut. Nein. Oben ist ja meistens eigentlich gar nichts. Draht. Ich gehe da runter. Ist mir zu langweilig hier drin. Da ist in der Garage, die reizt mich viel mehr. Mich rumprügeln. Und da ist auch meistens noch was drin. Okay. Wir haben eine Axt.
Tonnenweise Nägel. Noch mehr Nägel und irgendwas zum Angeln. Ein Schloss, was mir jetzt im Augenblick keinen Sinn ergibt. Das ist nicht auf der Rückseite so eine Art Werkstatt. Ja, wir sind komplett erholt. Wir haben wieder 100 HP? Wow. Brauchst du denn so ein schönes Dorf hier keine Polizei? Da liegen tut ja schon mal nichts. Schöne Werkzeugkiste. Kann aber nichts reparieren. Reifen Repair Set. Boah, hier ist richtig gutes Zeug drin. Wenn man es braucht. Das ist ein scheiß Küstendorf, ne? Das ist halt so Hotels und so Mist nur. Oh, sieht aber schön aus. Wir haben ganz schön Batzen Lumpen gefunden mittlerweile. Essen, trinken ist gut. Da müssen wir sie nicht mit vollstopfen. Oh, das sieht aber irgendwie schön pink aus. Nein, wollen wir nicht übertreiben. Aber der Loot ist echt schlecht, ne? Also. So erfolglos einfach. Eine Brille. Habe ich den Faden verloren, wo wir langlaufen sollen. Hier einfach mal hier rein. Noch ein Schraubendreher. Was? Ja, wir sind hier küstennah, deswegen wahrscheinlich Piraten-Scheiße. Gott. Bis jetzt noch nicht eine Waffe. Muss man überlegen, ey. Nicht mal eine Hunter liegt hier irgendwo rum. Korken. Und doofe, blödeste Masken. Natürlich will man dann in den Bunker rein, ne? Wenn man da Waffen finden kann. Fangen wir schon an. Hat man natürlich das Verlangen, in den Bunker zu gehen, weil du weißt, du kriegst wenigstens eine Schusswaffe, aber... Aber wir haben jetzt gemerkt, wie scheiße das läuft. Nein, egal wie gut die haltbar sind, die ziehst du nicht an. Schrecklichen Stiefel. Hep. Komm mal da. Nee, das schaffst du nicht. Baby. Wir müssen den Rucksack tauschen, tut mir leid. Immerhin, immerhin. Na gut, wenn man Lumpen braucht, so ein Blödsinn, dann hat man ja genug Hüte. Da komme ich doch her. Mehr hier runter Richtung Süden, das ist der Osten, ist das? Aber so besonderer Loot, würde ich jetzt sagen, ist hier in dieser langweiligen Stadt nicht. Jeder, der auf einen Hut aus ist, der wird den... Oh, sind das Wanderstiefel? Die halten bestimmt besonders gut. Arbeitsschuhe. Naja, wollen zwar nicht arbeiten, aber... Der wird gerade frei. Schon, ne? Hauptsache die Mauken gehen nicht kaputt. So.
Scheiß Badezimmer liegt auf Zombie. Ja, yeah, Sachen, die man schon immer brauchte. Ein Partyhut und ein Kugelschreiber. Und noch mehr Mützen. Gummistiefel und eine Hippiehose. Wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Ein schwarzer Rock. Ich will aber eine Bohrmaschine haben. Nein, nein. Nein. Negativ, negativ. Das brauchen wir alles gar nicht. Ist eine doofe Matratze. Wie immer. Das schrecklichste Dorf, was ich je gesehen habe. Wanderschuhe nehmen wir jetzt. Also, wenn die nicht zum Wandern geeignet sind, dann weiß ich aber auch nicht. Das Schuhproblem haben wir schnell aus der Welt geschaffen. Sehr, sehr schnell. Oh, neues Schuhproblem. Ist mir egal, wie es aussieht. Es ist der Steffi-Look. Der muss sein. Eine Bohrmaschine wäre fein. Das ist aber gut, das Zeugs, ne? Oder? Das hat gar keine Slots. Und sieht auch voll verdammt blöd aus. Was haben Gummistiefel denn? Auch keine Slots. Aber die haben Slots, ne? Weg damit. Ja. Hab ich schon. D0. Ja, ist so ein bisschen hoch. Ein bisschen weit weg von uns. So ein Spritzer. Oh, komm, ziehen wir mal Socken an. Vielleicht tut dir das ja auch gut für die Füße. Ich weiß nicht. Was lag da? Eine leere Schachtel. Ich weiß, der hat auch Slots, aber ich will keinen Regenmantel anhaben. Dafür ist sie einfach zu cool für Regenmäntel. So. Ich freue mich, wir haben die Nägel auf jeden Fall schon zusammen. Es ist eigentlich nur noch das Blöde. Es fehlt eigentlich nur das blöde Bohrmaschinenteil. Und das hatten wir. Wir hatten diese scheiß Bohrmaschine gefunden. Da muss man so in so Industriegebieten rumrennen. Das wird mehr Sinn ergeben. Anstatt in so Hotelvierteln hier. Bringt das herzlich wenig, ne? Hier so ein Lieferwagen. Muss eine Bohrmaschine haben. Viel hat er. Ich weiß, was ich brauche. Hier ist das ätzende, dünne Haus. Man kann einfach überall alles finden. Das ist das Problem. Was liegt denn da? Das ist voll das geile Medi-Ding, ne? Blutstillender Druckverband. Also, was ist denn so eine Bude hier? Was ist denn für eine Hose? Trainingshose. So. Hier liegt nochmal eine Motorradjacke. Dann wird mir zu warm. Ich muss aufpassen. Hier ist relativ hitzeempfindlich, das Madel. Keine Ahnung mehr, wo ich schon drin war und wo nicht. Eine Armbrust. Ja, yippie juhai hey. Die erste Waffe, die wir finden.
Schön, wenn jetzt ein Spieler hier langkommt, der irritiert das total, dass da Musik läuft. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Wald, also hier Richtung Brücke und dann ziehen wir hier lang, so Richtung Heimat. Und unterwegs werden wir, gehe ich mal von aus, so ein bisschen equippen. Vorhin brauche ich ja jetzt eher Bolzen und Bolzen kann man nur mit Federn bauen, ne? Bolzen gehen, glaube ich, nur mit Federn, wenn mich nicht alles täuscht. Holzpfeil, Holzpfeil, Bolzen. Armbrustbolzen mit Steinspitze. Dildo, Armbrustbolzen. Aus Holz. Ja, man braucht da dringend die Feder für. Das heißt, Federn sammeln. Hatten wir sogar schon... Was eine Scheiße hier rumfliegt, ne? Sogar schon gesehen in diesem runden Gebäude. Da. Oh, das ist nochmal so eine Garage. Hä? Den habe ich schon nicht gesucht. Ein Strohhaufen? Aber kann ich damit irgendwas anstellen? Nee, ne? Doch. Da reicht noch das als Reparierset. Geil. Dann ist er wenigstens bei 100. Okidoki. So ein wunderschönes Haus. Stroh. Ja. Nee, ist nicht oben, aber dahinter. Nein. Warum ist kein Bogen? Na, zu den Schiffen gehe ich nicht. Das macht wenig Sinn. Achso, ja. Angelzeugs. Gummi. Metallschrott. Okay. Alle Scheißendreck. Hier waren die Bars. Das war die Apotheke. Apotheke. Ich finde es irgendwie immer nur Lumpen. Ich habe auch keine. Obwohl, eine Nadel findet man ja öfter mal hier, ne? Ja, Lumpen, Lumpen. Lumpen für die Lumpen. Zap. Tatsächlich nur Lumpen, ne? Und ein Gummiband. Da! Ein Träumchen. Können wir unser Schrott reparieren, den wir anhaben? Bisschen beschört. Ein Schlüpper, den lassen wir so schäbig, wie er ist. Ich glaube, da brauche ich nicht viel reparieren, aber ich repariere trotzdem. Alles nicht wirklich sehr kaputt, aber ein Schlüpfer. Der dreckigste, schäbigste Schlüpfer aller Zeiten. Aber wie kann man den überhaupt reparieren? Wir reparieren mal den Schlüpfer. Geht gar nicht mehr. Der ist so waschen. Das wäre eine Option.
Ach, egal. Okidoki. Pfeile oder Bolzen. Hier ist viele von diesen Gebäuden. Das ist interessant. Na komm. Man weiß nie, wo der nächste Airdrop droppt. Dann sind wir froh, dass wir die Schraubendreher schon mal parat haben. Und Airdrops sind halt einfach ein Traum. Habe ich schon reingegoogelt. Das ist die Apotheke, da kommen wir her. Und jetzt geht's Richtung Norden. Nur die Beine in die Hand. Kommt mir alles viel größer vor, als wo ich gesucht habe, ey. Wahnsinn. Aber wir waren tatsächlich schon an vielen Stellen. So ein rundes Haus sehe ich nicht nochmal. Schade. Oh. Bolzen. Hut. Ach komm, wir gucken noch hier einmal rein. Weil es so schön war. Und eigentlich brauche ich es auch. Zum Knacken. Ist alles einfach nur Käse, was hier gibt. Ne? Es ist einfach nicht lohnenswert hier. Wir haben ein bisschen ausgerüstet, tatsächlich. Ein ganz kleines wenige. Eine Armbrust immerhin gefunden. Aber dafür müssen wir noch Bolzen finden oder bauen. Ist hier schon warm wieder. Jo, das brauchen wir auch nicht. Nägel haben wir. Hab ich doch schon. Gummi. Gummi im Klo. Da oben gehe ich gar nichts hin. Hier ist nichts drin. Und das letzte Hotel. Der Loot ist absoluter Oberkäse. Oberkäse hier in der Stadt. Ein Kackstück Seife und sowas. So. Okidoki. Ein Hochsitz. Da findet man vielleicht eine Hand da drauf, wenn man Glück hat, ne? Deswegen geht es Richtung Nordwesten. Und da erwartet uns erstmal gar nichts, ne? Vielleicht doch noch ein Hochsitz oder ein Bunker, ich weiß es nicht. Aber so doof es ist, ich brauche einen fucking Bogen. Was verteilt die denn? Ach, mit der Axt. Okay. So dämlich es ist, ich brauche einen blöden neuen Bogen. Das traue ich mich hier nix. Und der kostet jetzt natürlich nicht viel Arbeit, ne? So. Oh, hab ich kalte Füße, ey. Jetzt muss ich mal die Balkontür zumachen. Das ist ja besonders cool. Machen schon mal zwei Bolzen. Wenn wir zwei Federn haben. So. Und, falls ein Zombie uns auf der Pelle rücken will, haben wir erstmal was zu erledigen. Also wir können den Bolzen tatsächlich sogar schon mal laden. Kann ich nicht. Habe ich die Bolzen? Ich habe zwei Pfeile gemacht. Befiederte Pfeile. Ich bin nicht so schlau. Okay. Aber ich hab's gemerkt. Ich hab's selber gemerkt.
So, auf und davon. Komm, irgendein Hochsitz jetzt. Irgendein Hochsitz muss hier in der Nähe sein. Oder ein Bunker oder irgendwas. Also ein kleiner Bunker. Wie viel? Zwei Bunker? Die Fury fährt irgendwo. Ein Massen des Stromes. Da hinten rennt das Pferd. Schade, dass man noch nicht reiten kann. Warum haben sie das noch nicht implementiert? Warum nicht? Man kann Motorrad fahren, man kann alles. Aber warum darf man Pferde nicht reiten? Das wäre natürlich ein mega krasses Gefährt, ne? Sag ich mal. Das musst du füttern und so ein Scheiß. Das wäre doch eine coole Idee. Stroh gibt's ja auch. Ich werde gerade angerufen, aber das muss ich kurz ignorieren, weil ich weiß, dass meine Ex-Frau ist. Ich jetzt nämlich gleich in 2 Minuten zurückrufen werde. Ihr weiß ganz genau, dass ich eine Aufnahme mache. Das weiß sie 100%. Ich habe gesagt, dann schickt mir eine Nachricht. Gut. Wir sind jetzt eh K.O. Steffi macht hier eine Pause. Hat heute meine Ruhe angehen lassen. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.